Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen mal ein paar Photoshop Basics für den Unterricht nahebringen. Mein Name ist Stefan Schuch. Ich unterrichte die Fächer Deutschgeschichte und Sozialkunde sowie die Wahlkurse Film, Fotografie und Webdesign am Chiemgau-Gymnasium in Traunstein. Unsere Schülerinnen und Schüler leben heute in einer Welt der Bilder. Bilder dienen der Information, sie dienen natürlich der Unterhaltung, sie dienen ganz stark der Selbstdarstellung. In der Werbung sind Bilder heutzutage nicht mehr wegzudenken und natürlich werden Bilder auch dazu benutzt, Menschen, Meinungen und Inhalte zu manipulieren. Warum beschäftige ich mich heute mit dem Thema Bilder? Warum beschäftige ich mich mit dem Thema Photoshop? Warum diese kommerzielle Software von Adobe? Adobe hat Photoshop 1990 auf den Markt gebracht. Wir haben dieses Jahr also 30-jähriges Jubiläum. Und es ist so, dass ca. 90% aller Profis im Fotobereich, aber auch im Grafikbereich mittlerweile Photoshop benutzen. Das bedeutet natürlich auch, dass Schülerinnen und Schüler, die in einen Mediendesignberuf gehen, die in einen Grafikberuf gehen, die in Fotografie, Werbung irgendwo hingehen, mit dieser Software in Kontakt kommen und dann natürlich meiner Ansicht nach einen großen Vorteil haben, wenn sie die Software schon beherrschen, wenn sie den Umgang mit dieser Software schon kennen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man frühzeitig damit anfängt, mit dieser Software zu arbeiten. Und metonymisch wird eigentlich Photoshop ja heute auch für die digital bearbeitete Bilderwelt benutzt. Und wenn ich mir vorstelle, dass 99% aller Fotos heute digital bearbeitet sind, egal ob sie nur eine einfache Information weitergehen oder ob sie manipuliert sind, dann denke ich, ist wichtig, entsprechendes Werkzeug auch schon zu beherrschen und die Möglichkeiten zu kennen. Fotografie und Bildbearbeitung. Das sind zwei Begriffe, die ganz eng zusammenhängen. Fotografie hat immer mit Bildbearbeitung zu tun. Sei es, dass ich einen bestimmten Bildausschnitt festlege, sei es, dass ich mich auf eine bestimmte Perspektive festlege oder sei es auch die Entscheidung, ob ich ein Bild in Farbe oder in Schwarz-Weiß ausgebe. Früher, zu Zeiten des guten alten analogen Fotolabors, hat man Bilder auch schon bearbeitet. Da hatte man eben sein Entwicklungsbad, seinen Vergrößerer, da konnte man entsprechend einstellen, man konnte Körnung verändern, man konnte nachbelichten, man konnte abwedeln, alles Dinge, die schon immer möglich waren und die natürlich Fotografen, sei es im professionellen Bereich oder sei es im Hobbybereich, immer auch schon gemacht haben. Und heute haben wir eben auch ein Fotolabor, aber es ist ein digitales Fotolabor und es bietet natürlich für den Laien auch schon immense Möglichkeiten der Bildbearbeitung. Was bedeutet Bildbearbeitung eigentlich? Wenn wir bearbeiten, dann optimieren wir zum Beispiel ein Bild. Da kann ich den Farbton anpassen, ich kann die Belichtung anpassen, also heller, dunkler machen, ich kann den Kontrast erhöhen, ich kann die Farbgebung an sich ändern, ich kann retuschieren, dass ich Bildfehler rausmache. Also Flecken, die zum Beispiel auf der Linse waren, das kommt ja immer wieder mal vor und dann ärgert man sich an einen wunderschönen blauen Himmel und dann ist irgend so ein Batzer drin und den möchte man raushaben. Das retuschiere ich. Ich bearbeite natürlich auch durch die Wahl des Bildausschnittes. Wenn ich von einem Bild einen Teil nur nehme, dann ist das auch schon eine Form der Bearbeitung. Dann habe ich noch einen erweiterten Bearbeitungsbegriff meiner Ansicht nach, nämlich den der kreativen Bildgestaltung. Was bedeutet kreative Bildgestaltung? Wenn wir uns dieses Bild hier anschauen, dann fällt schon mal auf, es ist bewusst künstlerisch. Also so wie das dargestellt ist, die Lichtgebung, die Glühwürmchen, die schwebende Dame, der Mond, die Farbgebung der Bäume, all das ist für den Betrachter schon ganz klar, das ist künstlerisch, das ist nicht natürlich mehr. Also ich habe eine erkennbare Gestaltung des Bildes mit einer bestimmten Botschaft, mit einer bestimmten Absicht natürlich. Und das kann teilweise fantastische Elemente enthalten. Eine Bildgestaltung kann ins Surrealistische gehen. Und
häufig sind derartige Bilder, die so kreativ gestaltet sind, ich sag mal, wirklich unwirklich. Andererseits habe ich natürlich die Möglichkeit, in der kreativen Bildgestaltung auch Collagen zu erstellen oder andere Formen der Kombination. All das sind wichtige kreative Aspekte, die nichts mit dem nächsten Thema eigentlich zu tun haben, nämlich der Manipulation von Bildern. Wodurch unterscheidet sich die Manipulation von der kreativen Bildgestaltung? Eine Manipulation will falsche Tatsachen vortäuschen. Eine Manipulation ist eine bewusste Fälschung eines Bildes, um eben beim Betrachter bestimmte Assoziationen hervorzurufen oder dem Betrachter eine falsche Information zu geben. Heute sprechen wir gerne von den alternativen Fakten, die solche Bilder dann produzieren. Ich möchte hier auf zwei Bereiche näher eingehen, auf einen eher harmlosen, nämlich den der witzigen Manipulation, wo man aber auch nicht so ganz weiß, ist es richtig. Vor einiger Zeit gingen die Bilder des Pilot Ganso viral, der anscheinend aus einem Cockpit heraus mit seinem Selfie-Stick solche Bilder hier gemacht hat. Das schaut sehr professionell aus, also auf seinem Instagram-Profil findet man die noch haufenweise. Wir sehen den Arm hier, er hält den Stick. So, und jetzt könnte man meinen, das ist tatsächlich möglich. Nun werden viele sagen, also die Scheibe kann man beim Flieger nicht aufmachen, maximal nur noch die links hier. Außerdem kurzärmelig in der Höhe, wo das Flugzeug fliegt, das ist unmöglich. Und natürlich auch mit dem Luftdruck. Relativ einfach noch durchschaubare Manipulation. Aber was ich jetzt hier so ein bisschen Schwierigkeit habe anhand dieses Bildes, ich kann es eigentlich gar nicht so richtig beweisen. Und deswegen gingen diese Bilder auch viral, weil viele Menschen haben geglaubt, das ist tatsächlich möglich und haben sich große Sorgen gemacht, dass ein Pilot während des Fliegens so etwas tut. Schauen wir uns ein anderes Bild von Ganso hier an. Und auch das hier über Rio de Janeiro, wunderschön gemacht. Mal kurz richtig weit aus dem Cockpit gelehnt und den Selfie-Stick, beziehungsweise hier die Kamera hingehalten. Und das sehen wir jetzt schon, wenn man genauer hinschaut, dass wir es mit einer Manipulation zu tun haben. Ich vergrößere das Ganze mal ein bisschen und hier verrät uns die gespiegelte Brille nämlich so einiges. Wenn wir genau hinschauen, wir sehen, dass der Flieger hier unten am Rollfeld steht. Also wir haben hier die Rollfeldbahn und Hintergrund eben auch einen Flughafen. Dadurch entlarvt er sich natürlich an dieser Stelle schon. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist das Problem der Schönheit. Gerade auch für unsere Schülerinnen und Schüler, das perfekte Aussehen, insbesondere in den sozialen Medien, spielt eine ganz wichtige Rolle. Und da kann man einfache Filter schon benutzen bei Instagram, bei TikTok, bei Snapchat, die so einen Effekt erzeugen, dass man weniger Hautunreinheiten erkennt oder ähnliches. Ich habe hier mal von einem Profi ein Bild gewählt, der zeigt an drei verschiedenen Stufen, wie man sein Beauty-Problem löst. Hier links haben wir das Ausgangsbild. Dann in der Mitte sehen wir, was Make-up und eine richtige Beleuchtung ausmachen kann. Und dann sehen wir das Bild, was mit Photoshop dann noch optimiert wurde. Und ich denke, es ist wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler erfahren, wie einfach es ist, dass man aus einem eher durchschnittlichen, hübschen Gesicht ein Beauty-Gesicht macht, wie Influencerinnen und Influencer weltweit heute ja das Schönheitsideal beeinflussen. Und genau das werden wir nachher im praktischen Teil auch machen, denn ich bin der Meinung, nur wenn ich weiß, wie es geht, wenn ich es selber mal gemacht habe, bin ich sensibler dafür, für solche Manipulationen und Veränderungen in Bildern. Das ist auch so ein bisschen der Sinn meines Workshops heute, wo ich noch hinkommen möchte. Aber bevor wir in die Praxis starten, noch ein zweites Bild, was ich sehr interessant finde, nämlich Esther Honig hat 2014 ein Experiment gestartet. Das war das Ausgangsbild und sie hat dieses Bild an Photoshop-Nutzer weltweit geschickt, an professionelle Photoshop-Nutzer, mit der Bitte, dass sie ihr Gesicht dem jeweiligen Standard der Schönheit in den jeweiligen Ländern und Kulturkreisen anpassen. Und was ist dabei rausgekommen? Was kann Photoshop? Das ist das
Ergebnis. Und wir sehen hier Esther, Honig, das ist alles dieselbe Frau, in den unterschiedlichen Kulturkreisen angepasst, Augenform verändert, Wangenknochen verändert, natürlich die Haare verändert, Lippenform und ähnliches. All das können wir auch. All das können wir mit wenigen Klicks heute in Photoshop machen. Und darüber müssen wir uns bewusst sein, wenn wir eben auch Bilder betrachten. Jeder kann es, und wenn Sie mit Ihren Schülern das einmal gemacht haben, Ihren Schülern gezeigt, was die alles machen können, dann werden die hoffentlich auch einen etwas sensibleren Blick auf Bilder haben, insbesondere auf Bilder in den Social Medias, auf denen es um die Selbstdarstellung, um das Beauty-Ideal geht. Und genau darum geht es jetzt im Folgenden, um Learning by Doing. Man muss die Fehler finden, man muss Manipulationen erkennen und um richtig fit zu sein, meiner Ansicht nach, muss man Manipulationen machen, zum Beispiel Fotomanipulationen mit Photoshop durchführen. Und dann findet eben auch eine Sensibilisierung für den Umgang mit Informationen, mit Bildinformationen aus dem Internet statt. Wir müssen differenzieren, und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen. Einerseits die Bildmanipulation, hier der berühmte Tourist Guide 9/11, kurz vor dem Einschlag, Manipulation 1997 entstanden. Gibt eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die einen hier die Fehler erkennen lassen. Der 9.11. war ein relativ warmer Tag in New York, das muss man wissen. Der Mann ist angezogen wie im Winter, das passt nicht. Die Maschine, die hier hinten anfliegt, die ist gestochen scharf. Eigentlich müsste die aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der Nähe verwischt sein, selbst bei einer hohen Auslösegeschwindigkeit. Drittes Faktum: Das Flugzeug ist nicht von der richtigen Fluglinie. Das ist die verkehrte Bemalung hier. Solche Fehler kann man leicht erkennen, sowas kann man entlarven und dann kann man eben auch erkennen, dass ein Bild manipuliert ist. Andererseits die kreative Bildgestaltung, auch das sollten Schülerinnen und Schüler kennenlernen. Das ist witzig, da kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und da kann man auch aus seinem Hobby Fotografie viel rausholen. Dann gehen wir in die Praxis und starten Photoshop und schauen uns mal an, was hier in einfacher Art und Weise an Fotobearbeitung und Bildgestaltung möglich ist. So, ich habe jetzt hier Photoshop gestartet und ich möchte jetzt zunächst mal eine Datei öffnen. Kann ich hier über Datei öffnen gehen oder einfach diesen Button hier anklicken. Und ich habe jetzt verschiedene Dateien, mit denen ich arbeiten möchte. Zunächst einmal nehme ich diese Aufnahme hier und ich habe hier meine Werkzeugleiste links. Da gibt es ganz viele Werkzeuge. Wir schauen uns jetzt aber erstmal nur ein paar wenige an. Zunächst mal die Lupe. Da kann ich hier ins Bild reinzoomen und wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, dann sieht man, wie aus dem Pluszeichen in der Lupe ein Minuszeichen wird und das bedeutet, ich kann dann mit linkem Mausklick verkleinern. Hier in meinem Foto sieht man, da sind neben den schönen paar Wölkchen da hinten auch so ein paar hässliche Flecken. Da war einfach Schmutz auf der Linse oder Wassertropfen oder ähnliches und die möchte ich jetzt entfernen aus meinem Bild, um dieses Bild natürlich hier zu optimieren. Dazu habe ich ein besonderes Werkzeug. Bei mir finde ich das jetzt hier unter den drei Punkten. Das ist nämlich der Bereichsreparaturpinsel. Werkzeuge, die ich häufig brauche und nicht hier in meiner Werkzeugleiste finde, die kann ich hier über Symbolleiste bearbeiten, in meine Symbolleiste rüberziehen. Ich habe hier links sehe ich das, was in meiner Symbolleiste bereits vorhanden ist. Und hier rechts habe ich weitere Werkzeuge. Und ich möchte jetzt zum Beispiel, dass ich diesen ganzen Reparaturpinselbereich und Ausbesserwerkzeug, das soll alles bei mir erscheinen, weil ich der Meinung bin, das benutze ich häufig. Jetzt suche ich mir zunächst mal einen Platz, wo das dann in meiner Werkzeugleiste erscheinen soll. Und ich möchte das jetzt hier haben nach den Stempeln. Und jetzt ziehe ich den Reparaturpinsel rüber und dann lege ich den Bereichsreparaturpinsel so ein bisschen gleich drüber,
Dann noch das Ausbessern-Werkzeug, inhaltsbasiertes Verschieben und rote Augen. Und warum habe ich jetzt so viel genommen? Dass man sieht, was hier eigentlich passiert. Dass nämlich diese Werkzeuge jetzt unter einem Icon hier links vereinigt sind. Wenn ich bei Photoshop unter einem Icon mehrere Werkzeuge habe, dann habe ich hier rechts unten immer dieses kleine Dreieck. Jetzt mache ich hier erstmal fertig. Und wenn ich jetzt hier dann auf das Icon klicke, dann öffnet sich hier eben ein kleines Menü mit den verschiedenen Werkzeugen, die ich jetzt hier reingelegt habe. Und überall, wo ich dieses Dreieck habe, verstecken sich mehr Werkzeuge dahinter. Ich nehme jetzt meinen Bereichsreparaturpinsel und ich sehe, ich habe jetzt hier so eine Pinselspitze, die kann ich hier oben verändern, indem ich zum Beispiel die Größe des Pinsels festlege, den Härtegrad. Oh, machen wir noch ein bisschen größer. So, und jetzt kann ich mit diesem Pinsel arbeiten, indem ich einfach in mein Bild reingehe und mit der gedrückten linken Maustaste über die Flecken drüber male. Und ich sehe, was passiert. Die verschwinden. Die KI in Photoshop berechnet den richtigen Farbton, der dahinter liegt, auch Farbverlauf und ähnliches. Da war auch noch ein Fleck. Und ich kann jetzt mal hier mein Bild scrollen und sehe, hier nehme ich was raus. Und so kann man hier so unschöne Bildfehler ganz einfach rausnehmen. Nun ist es so, das funktioniert jetzt natürlich nicht nur bei Flecken im Bild, sondern das funktioniert auch bei den Wolken. Und jetzt gehe ich natürlich von meiner Bildverbesserung hin schon in ein bisschen eine bildverändernde Arbeit, indem ich jetzt zum Beispiel hier diese Wolken einfach mal rausnehme und aus einem leicht wolkigen Tag einen ziemlich strahlend blauen Tag mache. Wir können das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter treiben, indem wir die Steine hier aus dem Berghang entfernen. Auch das funktioniert relativ gut. Es wird immer grüner, das Ganze hier. Die braunen Flecken gehen raus und eben die Steinchen hier. Und ich verändere so ein bisschen immer mehr meine Realität. Mit einem ganz einfachen Werkzeug. Und selbst wenn ich jetzt noch eine Zoomstufe näher hingehe, man entdeckt jetzt mit dem bloßen Auge keine echte Veränderung. Auch hier könnte man dann nochmal drüber gehen. Und man kann das Ganze dann immer noch mal ein bisschen nachbessern und schauen. Und man sieht, wie perfekt hier eigentlich künstliche Intelligenz die Realität schon verändert. Also der Schritt zwischen den Bildflecken rausmachen und der Veränderung der Realität ist relativ einfach. Ich möchte jetzt noch ein zweites Beispiel anschauen, was bei Photoshop auch mit Hilfe der künstlichen Intelligenz funktioniert, dass man nämlich ganze Teile eines Bildes verschwinden lässt, indem man entsprechende inhaltsbasierte Füllung macht. Dazu wähle ich jetzt zunächst mal ein anderes Bild. Und zwar nehme ich mal auch hier nochmal ein bisschen Bergblick und habe hier im Vordergrund eben einen Bereich, einen Stadel eines Bauernhofes, der völlig mit diesen Mobilfunkmasten, ja, verschandelt ist, und das passt jetzt nicht so in mein Bild, was ich vermitteln möchte von der schönen oberbayerischen Landschaft. Auch hier hinten ragt noch ein Sendemast in die Luft. Auch der soll verschwinden. Und zunächst einmal vergrößere ich mir jetzt hier den Bildausschnitt, mit dem ich arbeiten möchte, ein wenig und wähle dann hier mein polygones Lasso-Werkzeug aus. Und setze da einfach mal einen Rahmen so ein bisschen drumrum. Der muss gar nicht zu eng sein, sondern einfach mal so das, was hier markiert werden soll. Jetzt muss ich darauf achten beim Markieren, dass hier oben dieses zweite Symbol angeklickt ist. Das heißt erweiterte Markierung, sodass ich mehrere Einzelobjekte markieren kann. Das immer mit dem linken Mausklick setze ich so einen Markierungspunkt. Jetzt habe ich diese vier Sendeantennen hier markiert. Gehen wir mal raus, wieder einen Schritt. Schaut ganz gut aus.
Die möchte ich jetzt erstmal loswerden und dazu gehe ich auf Bearbeiten, wähle inhaltbasierte Füllung und jetzt öffnet sich schon ein Fenster hier, ein neues und man sieht jetzt hier habe ich meine Markierungen, da ist der Bereich, den die KI benutzt, um den Hintergrund zu berechnen, grün hinterlegt. Und jetzt schaue ich schon mal hier in meinem Vorschaufenster und das schaut ja schon richtig gut aus. Da kann ich mal reingehen und gucken. Es ist tatsächlich, sind diese Masten verschwunden. Und zwar so, dass dahinter tatsächlich es so ausschaut, dass der Hintergrund völlig passend ist, als wenn da nie ein anderer Vordergrund gewesen wäre. Und auch hier unten, man sieht, das ist genau, passt genau mit den Dachziegeln. Also auch hier berechnet die KI sehr rasch, was eigentlich raus soll und was an dessen Stelle im Bild erscheinen soll. Ich habe hier noch verschiedene Möglichkeiten und das Interessante auch hier wieder ist, dass ich im Prinzip mit diesen Standardeinstellungen, die von Photoshop hier vorgegeben sind, das eigentlich machen kann. Und ich gehe auf OK und mit Steuerung D entferne ich die Maskierungen und ich habe schon wieder eine veränderte Welt. Und wir können es auch noch hier oben mal probieren. Auch das möchte ich jetzt letztlich noch loswerden. Das ist jetzt dann schon ein bisschen komplizierter vielleicht mit diesen Unregelmäßigkeiten. Und gehe jetzt auch hier auf Bearbeiten und dann inhaltsbasierte Füllung. Und auch hier perfekt die Ersetzung. Also auch hier, wenn ich da reinschaue, diese Baumspitzen, man sieht nicht, dass da vorher etwas anderes war. Und so kann ich natürlich hier Bilder bearbeiten. Ich kann etwas schöner machen, sagt ja jeder, ja, aber das schaut ja viel besser aus als die Geschichte mit den Masten. Aber natürlich letztlich ist das auch eine Form von Manipulation. Und ich denke, unsere Schülerinnen und Schüler müssen sich dessen bewusst sein, wie schnell man hier wirklich als Laie auch die Realität, die Bildrealität verändern kann. Und in einem letzten Schritt gehen wir jetzt noch in den Bereich des persönlichen Aussehens und schauen uns mal an, was hier im Bereich des Manipulierens möglich ist. Dazu habe ich ein Bild von mir selbst gewählt, was ziemlich stark ausgeleuchtet ist mit einer Ringleuchte, wodurch man eben auch viele Hautunebenheiten, Falten und ähnliches ganz gut sieht. Und ich möchte jetzt hier zwei Dinge machen, die Gesichtsform verändern und gewisse Aussehensaspekte. Und dann möchte ich Ihnen auch etwas Neues noch zeigen, was es erst seit Oktober dieses Jahres gibt, nämlich bestimmte Filter, mit denen man dann tatsächlich auch noch die Person altern lassen kann und ähnliches, was jetzt auch noch in der Beta-Phase ist, aber eben auch eine Form der Bildbearbeitung und Bildmanipulation darstellt. Und auch das geht relativ einfach. Und hier gehe ich jetzt auf den Bereich Filter zunächst und dann auf Verflüssigen. Und was jetzt hier passiert, es öffnet sich ein neues Fenster und das Programm hat hier schon erkannt, dass ich ein gesichtsbezogenes Verflüssigen machen möchte. Das heißt, das Programm hat erkannt, dass es sich um ein Gesicht handelt und ich habe jetzt hier verschiedene Optionen. Erstmal Auge, Nase, Mund, Gesichtsform und die kann ich verändern. Ich fange mal an mit Augen. Ich kann die Augengröße verändern und was ich hier sehe, sind zwei Spalten, das heißt immer links und rechts. Wenn dieses Kettensymbol in der Mitte verkettet ist, dann werden die Sachen gleichmäßig verändert. Ich mache es jetzt schon mal bei den Augen. Beziehungsweise ich kann das Ganze natürlich auch ungleichmäßig machen. Kann man ein Auge größer machen, das andere kleiner. In der Regel wird man ja häufig, in der Regel wird man ja ganz oft, wenn man Dinge verschönern will, diese synchrone Veränderung machen. Ich kann die Augenhöhe ein bisschen verändern. Ich kann die Augenbreite verändern. Was auch wichtig ist, natürlich die Augenneigung und den Augenabstand. Dann wenden wir uns mal der Nase zu. Die kann man ja auch leicht verändern. Die vielleicht auch zu breit. Wir machen uns ein bisschen schlanker. Das Lächeln, das soll ein bisschen ein breiteres noch sein.
Die Oberlippe, da brauchen wir nicht einmal Botox, da langt hier Photoshop, genauso über der Unterlippe. Die Mundbreite, ja, leichte Variante. Die Mundhöhe kann ich auch verändern. Und dann wenden wir uns noch ein bisschen der Stirn zu, ja, ein bisschen eine höhere Stirn. Verändern das Kinn und die Kinnpartie. Und jetzt, ja, so kann man schnell mal 2, 3 Kilo verlieren. Und jetzt in der Gesichtsbreite auch noch. Und ich sehe, das geht ganz rasch. Jetzt habe ich hier sozusagen mir ein paar Kilo runter retuschiert. Und jetzt mache ich mal okay. Und jetzt gehe ich dann noch zu meinem Reparaturpinsel und nehme dann noch ein paar Hautunreinheiten raus. Oder vielleicht auch ein paar Fältchen hier. Und man sieht, das geht relativ rasch und gut. Ja, die Nase schaut auch nicht so gut aus. Dann machen wir auch noch was raus. Und hier diese Falten. Und vielleicht hier noch ein bisschen was. Und man sieht, jetzt kommen wir schon in den Bereich, wo es eben auch in Social Media dann so ist, wo die Menschen sich dann einfach ein bisschen schöner machen, ein bisschen perfekter ausschauen wollen. Und das geht eben alles mit ein paar Klicks. Und gerade wenn unsere Schülerinnen und Schüler mal sehen, wie einfach das ist, und das war ja mein Ausgangsgedanke, dann werden sie auch sensibler dafür zu sagen, boah, ist ja vielleicht doch nicht die Realität, da hat einer schön an sich gearbeitet. Und ich habe ja schon gesagt, Photoshop hat jetzt noch einen draufgelegt mit den Neural Filters hier, die die Möglichkeit bieten, dann noch einiges andere zu verändern. Und bei diesen Neural Filters, da ist einiges noch in der Beta-Phase, anderes funktioniert schon. Zum Beispiel hier die Hautglättung, die habe ich jetzt aktiviert. Und da kann ich dann eben auch einen Weichzeichenfilter drüber legen und eine Glättung erreichen. Und dann hier im Beta-Bereich habe ich zum Beispiel das Smart Portrait. Da kann ich mich glücklicher machen. Zusätzlich zu dem, was ich vorher schon an Veränderungen über Verflüssigen gemacht habe, bietet sich dann hier die Möglichkeit, da noch was zu verändern. Und das, was hier passiert, das wird jetzt cloudmäßig berechnet, deswegen dauert es dann auch immer ein bisschen. Und ich kann das jetzt mal, mach das mal nebenher noch mit der Haardichte. Naja, der ist ein Glücksausdruck, der ist jetzt fast ein bisschen übertrieben. Den nehmen wir wieder raus. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel die Haardichte, da sieht man das sehr schön. Ich kann sogar meine Kopfausrichtung ändern. Ich kann die Lichtposition verändern. Und man sieht, es ist immer stärker eine Veränderung. Der Mensch schaut anders aus. Es schaut echt aus. Aber auch hier zum Beispiel die Haardichte kann man natürlich in die andere Richtung auch mal berechnen lassen. Und das sieht man dann, wie wird es denn mal in ein paar Jahren vielleicht ausschauen oder wie schaut es aus, wenn ich beim Friseur war. Bildbearbeitung und Bildmanipulation liegen eng zusammen. Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, meine ich, dass sie es erkennen. Ich hoffe, Sie haben heute Abend ein paar Ideen mitnehmen können. Probieren Sie mal aus, was mit Photoshop geht. Sie müssen kein großer Experte sein. Einfach mal ausprobieren und auch den Mut haben, es mal im Unterricht einzusetzen. Auch im Sinne einer Sensibilisierung unserer Schülerinnen und Schüler für die Bilderwelt, in der Sie und in der auch wir leben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass Sie bei der Adobe Abendschule heute mit dabei waren.